Hallihallo und willkommen zurück zum nächsten Teil von Dark Souls. Immer noch hier in der Kirche. Schauen wir uns einfach noch mal ein bisschen weiter um, was es hier noch so zu entdecken gibt. Hier ist die Treppe, die wir hochgestiegen sind. Und dann gucken wir noch mal, was hier hinten ist. Was das hier für ein wunderschöner Raum ist. Oha. Oha, was ist das? Was ist das hier für ein seltsamer... Ich hoffe, das sind keine lebendigen Ritter, die hier rumstehen, sondern es ist nur hier vorne dieser Wanderknilch und der Sitzknilch-Typ. Warte mal, wir können doch gerade noch mal hier unsere Klinge verblitzen. So, zweimal brauchten wir es gar nicht wirklich. Und dann kümmern wir uns gerade. Oh, der ist böse. Warte mal, wir machen das mal rein. So, kümmern wir uns mal. Ja, genau. Das wollte ich so überhaupt nicht. Jetzt reicht's aber. Der legt ja schon direkt. Der legt ja direkt schon los. Was machst du? So, zack. Keine Chance, lieber Skelettkrieger. Große Titanscherbe. Oh, geil. Oh, wo geht's denn da hinten hin? Cool. So, Moment, dann schauen wir doch mal, was hier liegt. Seele einer Entmutigerite. Das ist ein geiles Schwert. Das können wir natürlich nicht nehmen. Ja? Ich möchte gar nicht wissen, was das für ein Superpower-Schwert ist. So, warte mal, wo gehen wir denn hin? Hier dieser Aufzug oder hier? Na, wir gehen hier nach oben. Wir gehen mal hier hin. Vielleicht ist hier die, die Orgel. Können wir ein kleines Lied spielen. Ach, warte mal, da ist einer. Da ist der heilige Ritter Blechbärt. Blechbärts Nase, komm hier runter. Wir grüßen dich. Aua, au, au, aua. Du kannst doch nicht einfach mit so einem Scheiß hier anfangen. Kunibert. Nein, nein, nein. Kunibert, jetzt rauf. Kunibert, lass mich kurz mal schon trinken. Alles ist gut. So. Jetzt sag mal, Kunibert, dein Schild ist wunderschön, ja? Ich hab echt nichts dagegen. Du kannst wirklich ein Schild benutzen. Was ist jetzt hier gerade für ein heiliges Liedchen? Aua. Der da oben hat irgendwie so eine komische Feuerheilung gemacht oder irgend sowas. Na super. So, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden nochmal. Zuerst mal hier um den Heildude. Ich brauche gar nicht ein komisches Löckchen da zu machen. Und jetzt kümmern wir uns hier um den Speermann. Der Speermann. Aua. Aua, 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 aua. Und hier, da kommt noch ein zweiter da was. Ach komm, gegen zwei ist ja auch gar nicht unfair. Ja, der hintere hat sich umgedreht. Sehr gut. So. Machen wir mal die Ende. Was? Er hat sein Schild von hinten benutzt. Natürlich. Klaro. Aber die droppen die große Titanitscherbe ganz gut. Hallo. So. Ach komm. Ach komm. Das ist doch, das, du machst doch Späße. Du mach jetzt, hör doch mal auf zu schlagen. Hör doch mal, wo ist denn dein Stamina-Balken, mein Freund? Wo soll dein Stamina-Balken sein? Ich meine, dein Stamina-Balken ist unendlich voll, oder? Wie kann ich mir das so von ungefähr vorstellen? So. Eieieiei. Schwert des Schlorik-Ritters. Sehr, sehr gut. Das ist wahrscheinlich das. Und du standest die ganze Zeit hier in das zugeguckt und dachtest, ich komme nicht zu dir hoch, hä? Ja, ja. Also hier scheint wirklich jeder einzelne von denen einen Privatheiler zu haben. Machen wir erstmal hier den Tisch kaputt. Einfach, weil wir es können. So. Was ist denn das hier cooles? So überall diese kopflose Ritterfigur, ne? Dieser Ritter, der sich den Kopf, ich hoffe, richtig rum dran hält. Also wenn der den jetzt andersrum dran hält, dann ist das hier die Albtraumkirche. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, theoretisch, wenn der Kopf andersrum ist, dann... Nein, nein, ich möchte darüber nicht sprechen. Ich möchte darüber nicht sprechen. Was hier in dieser Kirche passiert, ist, Oh. Schön. Ach, guck mal hier. Direkt das nächste Feuerchen schon, oder was? Ach, das gibt's doch gar nicht. Oh, das ist aber ein nahes Feuerchen. Moment mal. Das war wirklich ungefähr so einen Meter entfernt vom anderen. So Luftlinie. Können wir hier vielleicht... Ach, guck mal, hier geht's direkt wieder runter. Ach, guck
guck mal hier. Können wir da nicht vielleicht irgendwie eine kleine Leiter anbringen oder ein Seil runterwerfen oder irgend sowas? Na gut. Schauen wir mal, was es hier hinten zu entdecken gibt. Was ist denn hier oben zum Beispiel? Hallo. Oh, wir hören es schon wieder. Moment. Also entweder sitzt hier oben irgendwas oder irgendjemand schnarcht. Zum Beispiel diese Kiste. Schauen wir uns die Kiste ganz genau an und... Es bewegt sich nichts. Aber theoretisch könnte es eine Kiste sein. Warte mal, habe ich noch die... natürlich habe ich sie nicht drin. Ach komm, wir gehen einfach auf Risiko. Oh. Kapuze des Gebets. Oh, okay. Und was ist hier für ein seltsames Geräusch? Moment, ist das der Kamin aus Indiana Jones? Indiana Jones? Habe ich jetzt Indiana Jones oder Indianer? Ich bezweifle, dass ich Indiana Jones gesagt habe. So, Jip. Indy, ja, dreh den Ofen. Nein, wie ging das nochmal? Ich glaube, da musste man hier in der Seite... Da hat er dann irgendwie irgendwas draufgestellt und dann hin und her gedreht und so weiter und so fort. So. Oh, was ist denn hier los? Titanitbrocken. Oh, das ist gut. Oh, hallo. So, dann hauen wir mal die kaputt. Die beiden hier. Zwei sehr, sehr nette Herren. Zwei Deserteure sozusagen. Hallo, Skelettpups. Schildchen weg. Und dann sieht doch alles schon viel besser aus hier. Was ist denn hier? Ich dachte eben gerade schon, im nächsten Moment falle ich erstmal hier runter. Funkelt sie da nicht? Funkelt sie das schön? Alter Schwede, wer ist das denn? Kunibert! Kunibert! Alter Schwede, machen wir gleich mal hier schnelle Potion trinken. Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber darauf ist er auch nicht vorbereitet. Direkt in den Poppes nehmen. Wow. Ach, nö. So, ich bin gerade mal rausgegangen aus dem Zimmer. Ich will mich erstmal gerade hier um die Surroundings kümmern, denn am Schluss kämpfen wir gegen diesen lieben, netten Herren von eben. Und, was macht denn dieser eine eigentlich? Der versteckt sich nur dahinter, oder was? Hallo? Hast du gewartet, bis ich das durchgehauen habe, oder wie? Das ist aber, also, sehr, sehr seltsame Gebräuche hier in diesem Land. Oh, hallo. Leute, ich bin's. Was können wir denn von hier sehen? Oh, guck mal hier. Hotel Burgfrieden da unten. Wunderschön. Wunderschöne Aussicht hier. Das ist aber wirklich ganz schick hier. Auch mit dem Wind und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein schöner Ort. Schön, oder? Oh, was ist das denn? Entweder das ist ein riesengroßer Tannenzweig, der da oben am Himmel entlang fliegt, oder irgendetwas wirklich Ekelhaftes mit vielen langen Haaren und Armen, so wie die Asiaten das gerne haben mit ihren Horrorgeschichten. Ja, irgendwas, was dünn ist und viele Haare hat und leichenblass ist und irgendwie ekelhaft. Und das... Oh, das sind sogar zwei von denen. Na gut, dann gehen wir gerade nochmal hier rein und gucken uns um Monsieur Dickwanst hier. Hallo, Herr Dickwanst. Wir sind's. Wir machen erstmal die Blitzlinge drauf. So. Blitzlinge, Doppelhand und jetzt gibt's auf die Nüsse. Wo bist du jetzt? Komm mal her. Genau. Zack, zack. Wow. Das war aber gerade ein Schlag. Alter Schwede. Der hat es ordentlich in sich gehabt. Der hat es aber auch direkt gekontert, ne? Das hier. Wow. Ach, der hat so einen Airstrike gerufen, oder was? Große Titanitscheibe, na gut. Der ruft halt direkt erstmal so einen Airstrike. Ich sterbe, schießt! Geil. Natürlich auch sehr, sehr geschickt. Okay, was ist hier oben? Hat der hier oben gesessen und gesagt, was macht der da? Wie kam der hier hoch, frage ich mich gerade. Ich frage mich jetzt einfach nur mal, wenn ich mir so seine Figur angeschaut habe. Ja, nichts gegen die Figur, es kann ja hier wirklich jeder machen, was er will. Aber
Diese Leiter, wieso ist die nicht zerbrochen? Das geht doch gar nicht. Außer, das hier ist eine Tür. Alter, wenn das jetzt... Ich will jetzt wirklich nichts sagen, ne? Wenn das jetzt die Logik ist, warum der hier sein konnte und man es deswegen, wie ich es gerade rückwärts recherchiert habe, deduziert habe... Nein, Deduktion, es wäre eine... Ihr wisst, was ich meine. Das wäre der absolute Knaller. Ich konnte das gerade nicht wissen. Wie abgefahren ist das denn jetzt gerade, bitte? Hammer. Hammer. Oh, das ist die Rüstung von dem. Vom geflügelten Ritter. Und hier, der schaut sich das schöne Bild an und sagt... Ach, ist das schönes Bild. Okay, vielleicht hat er es noch nicht gesagt. Vielleicht anders, aber vielleicht auf diese Art und Weise. So, Heiligblütenschild. Oh, es riecht gut. Es riecht ein bisschen nach heiligen Blüten. Also es ist wirklich sehr angenehm vom Duft her. Es trägt sich zumindest wirklich sehr, sehr schön. Ach, und hier kann ich direkt wieder runter. Ah, das ist ja... Ich will ja wirklich jetzt nichts sagen, ne? Aber das ist abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Und ich vermute, dass das der... Wirklich, das muss der gedankliche Weg gewesen sein. Also der Hint, den die einem gegeben haben, dass hier dieser Geheimgang ist. Wisst ihr, was ich meine? Das muss der Hint gewesen sein, dass man sich diesen Gedanken macht. Ja? Anders, warum soll man sonst denken, oh, hier ist jetzt ein Geheimgang? Außer, dass man denkt, Moment mal, dieser fette Typ, wie kommt denn der hier oben hin? Okay, hier vorne kommt der nicht weniger auf mysteriöse Art und Weise hin, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, was macht der hier in diesem kleinen Pupsbereich? Ja, interessant, wirklich interessant. Also, ich hoffe, euch hat diese Folge von Sherlock Holmes Abenteuer in Dark Souls gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder mit einer anderen Rüstung. Nee, mit 200 Kilo mehr auf den Rippen. Nein, das auch nicht. Wir sehen uns im nächsten Teil. Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es läuft. Wir sehen uns dann. Tschüss und ciao.